Manuel Neuer, herzlichen Glückwunsch. 7:2 gewonnen. Oliver Kahn hat sie gelobt. Wie war denn jetzt das erste Mal, wenn auch ohne Hymne? Ja, war auf jeden Fall sehr schön. Waren schwierige Bedingungen für uns, weil es sehr warm war. Aber ich habe es genossen und ja, ich bin glücklich darüber. Wie sehr ärgert so einen ehrgeizigen Torwart wie Sie diese beiden Gegentore? Ja, schon. Also ich wäre gerne mit 0:0 hier rausgegangen, aber er hat nicht sollen sein. Die Tore waren auf jeden Fall vermeidbar, aber ich hoffe das nächste Mal. Aber sie waren nicht haltbar. Sind Sie jetzt eine ernsthafte Herausforderung für den Vierkampf um die Nummer 1 für die WM? Fühlen Sie sich so? Ja, kann man nicht genau sagen. Also ich hoffe schon. Ich habe im Training versucht, meine Leistung zu bringen, habe versucht, das im Spiel auch zu machen. Und das müssen halt die anderen entscheiden, ob ich dazugehöre oder nicht. Die Gerüchte besagen, dass die Bayern weiter hartnäckig um sie buhlen in Schalke. Ist der Transfer ausgeschlossen, dass das doch noch im Sommer passiert? Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich auf der Asienreise war und wenig mitbekommen habe. Und da denke ich mal, haben die Vereine miteinander gesprochen und kann ich wenig zu sagen. Ne? Also nicht ausgeschlossen? Ja, kann ich nicht zu sagen. Aber Peter Peters war hier? Ja klar, der war aber für den DFL hier und für die Deutsche Fußballliga und von daher haben wir wenig kommuniziert. Dann wünsche ich Ihnen einen geschäftigen Urlaub. Dankeschön, Manuel Neuer.